Hallo zusammen. In diesem Video geht es nochmal um das Kreuzprodukt. Im letzten Video haben wir es definiert. Wir haben uns angeschaut, was ist die Regel, wie kann man den Betrag des Ergebnisvektors ausrechnen und wie kann man die Richtung des Ergebnisvektors bestimmen. Und dazu braucht man eben diese rechte Handregel. Jetzt wollen wir mal eine Variante hier probieren. Wir rechnen einfach mal aus, was kommt denn raus, wenn ich B kreuz A mache. So, oben hatte ich ja A kreuz B und diesmal nehme ich B kreuz A. Und so wie es definiert ist, ist B kreuz A gleich der Betrag von B mal der Betrag von A mal der Sinus des Zwischenwinkels mal wieder einem Einheitsvektor. Das muss jetzt aber nicht derselbe sein wie oben. Die Richtung könnte ja anders sein. Das muss ich erstmal mit der rechten Handregel rausfinden, in welche Richtung das geht. Ich nenne es deshalb mal N2. Es ist nicht gesagt, dass es jetzt dieselbe Richtung hat wie da oben. Der Betrag sieht auf jeden Fall genauso aus, da ändert sich ja nichts. Habe bloß die Reihenfolge der Faktoren ein bisschen geändert. Das heißt, mit den Angaben, die ich da oben gemacht habe, da hatten wir ja, der Betrag von A war 5, der Betrag von B war 10, der Winkel war 30 Grad, das Ganze kam auf 25. Das bleibt gleich, das heißt, hier habe ich wieder die 25 mal N2. Aber die Richtung. Ja, vielleicht male ich es erst nochmal auf. Hier wäre wieder das A. Und B, das ging dann so rechts rüber und das war ein bisschen länger. Und hier war der Winkel Theta. Also ich probiere es wieder, wenn ich jetzt wieder mit der rechten Hand probiere, B kreuz A. Mit dem Zeigefinger muss ich ja in die Richtung des ersten Faktors zeigen. Also diesmal muss ich mit dem Zeigefinger hier in Richtung B zeigen. Das geht dann hier so rüber. Moment, ich mache das mal ein bisschen höher. So. Also der Zeigefinger zeigt hier in Richtung B. Und der Mittelfinger, der muss jetzt hier in Richtung A zeigen. Also ungefähr so. Und dann habe ich natürlich noch den Ringfinger und den kleinen Finger. Upsala. Kleine Finger sollte auch klein bleiben, so. Und der Daumen zeigt mir wieder die Richtung an, in die der Ergebnisvektor zeigt. Also so. So ungefähr würde das aussehen. Und wir sehen schon, in dem Fall, wenn ihr das also ein bisschen nachstellt, mit dem Zeigefinger Richtung B, Mittelfinger Richtung A, dann seht ihr schon, dass der Daumen ganz automatisch nach oben zeigt. Das heißt, in dem Fall, wenn wir das wieder hier als Ebene verstehen, in dem Fall würde wieder der Ergebnisvektor hier aus dieser Ebene heraus nach oben zeigen und nicht nach unten, wie es im oberen Beispiel ist. Das heißt, auf die Reihenfolge kommt es an. Also wenn hier B kreuz A steht, dann zeigt der Ergebnisvektor genau in die andere Richtung, als wenn hier A kreuz B steht. Dass man jetzt diese Vektoren miteinander multipliziert und das Ergebnis wieder einen Vektor bekommt und dass dieser Vektor auch noch senkrecht steht auf den beiden ursprünglichen Vektoren und dass man da immer so eine komische Handregel hernehmen muss, um die Richtung dieses Vektoren zu bestimmen, das mag jetzt alles ein bisschen unmotiviert wirken. Und es ist auch nicht so, dass wir im Alltag irgendwelche Phänomene sehen, wo jetzt das Kreuzprodukt eine Rolle spielt. Aber in Bereichen, die uns nicht so ohne weiteres zugänglich sind, also im atomaren Bereich, bei der Bewegung von Elektronen, da ist dann durchaus so, dass das Kreuzprodukt in Erscheinung tritt. Aber wie es halt immer so ist mit dem atomaren Bereich, unser Vorstellungsvermögen tut sich da einfach sehr schwer. Wir können aber trotzdem versuchen, ein bisschen mehr über das Kreuzprodukt zu verstehen, indem wir nochmal ein bisschen auf die Geometrie eingehen. Wir haben ja einen Sinus. Was heißt denn dieser Sinus eigentlich? Ich male das nochmal auf hier, nochmal unseren Vektor A. Nee, der A-Vektor war gelb. Den lassen wir auch gelb. Vektor A und den Vektor B. Und den Winkel Theta, das ist jetzt hier unser wichtigster Teil, der Winkel Theta. Und der Sinus von Theta, das ist ja der in der Formel davor kommt. Was ist denn der Sinus von Theta? Ich mache mal hier ein rechtwinkliges Dreieck rein. Hier ist der rechte Winkel.
dieses neue Teil hier, das nenne ich mal die Strecke P. Ja, schreibt man nochmal auf, also A Kreuz B. A Kreuz B war ja Betrag von A mal Betrag von B mal dem Sinus des Zwischenwinkels. Und der Sinus von Theta, den habe ich jetzt hier, den kann ich ja auch geometrisch interpretieren. Da kann ich ja sagen, der Sinus von Theta ist Gegenkathete zu Hypotenuse. Das ist ja gerade P durch den Betrag von A. Ja, Gegenkathete zu Hypotenuse, so war das ja definiert, der Sinus. Oder andersrum, das heißt auch, dass der Betrag von A mal Sinus Theta, das gibt mir hier genau die Strecke P. Und wenn ich jetzt anschaue in der Formel hier, dann habe ich hier stehen A und Sinus Theta. Das heißt, A Kreuz B kann ich schreiben, also wenn ich jetzt A und Sinus Theta zusammenfasse, das ist sagen P mal der Vektor B. Also, wenn ich auf das Bild schaue, dann ist A Kreuz B vom Betrag her, das ist ja eigentlich nur der Betrag hier, ich schaue mir also nicht die Richtung an, also der Betrag von A Kreuz B ist gerade der Teil von A, der senkrecht steht auf B mal B. Wenn ich zwei Vektoren hätte, die aufeinander liegen, dann hätte ich überhaupt kein Ergebnis. Also ich interessiere mich nur für den Teil von A, der senkrecht auf B steht. Ich mache hier also so eine Art Zerlegung des Vektors A. Ich zerlege den Vektor in eine Komponente, die parallel zu B ist. Das wäre sozusagen das Stück. Und eine Komponente, die senkrecht zu B ist. Das wäre sozusagen das Stück. Also das wäre eine Zerlegung dieses Vektors A in diese zwei Komponenten, parallel zu B und senkrecht zu B. Und in meiner Rechnung geht dann nur die Komponente ein, die senkrecht zu B ist. Die andere Komponente interessiert überhaupt nicht. Und genauso kann ich das auch mit dem Vektor B machen. Also wieder mal A, B. Da haben wir ja schon Routine drin jetzt hier. Theta nicht vergessen. So, und genauso könnte ich jetzt ja den Vektor B zerlegen in zwei Komponenten. Und in eine Komponente, die parallel zu A ist. Und eine Komponente, die senkrecht ist zu A. Also wenn ich das mache, dann hätte ich sozusagen meine Komponente B, die parallel zu A ist. Das wäre sozusagen diese Komponente hier. Und die Komponente, die senkrecht zu A ist, das wäre sozusagen diese Strecke hier. Hier wäre der rechte Winkel. Das wäre die erste Komponente und das wäre die zweite Komponente. Die zweite Komponente, ich nenne das mal Q. Und der Sinus von dem Theta, der Sinus dieses Winkels Theta, den kann ich auch schreiben wieder Gegenkathete zur Hypotenuse, das ist also Q durch den Betrag des Vektors B. Oder, wenn ich es wieder umschreibe, kann ich auch sagen, B mal Sinus Theta ist gleich Q. Jetzt schaue ich mir wieder oben die Definition des Produkts an. B mal Sinus Theta. Jetzt kann ich diesen Teil hier mit Q ersetzen. Das heißt, da erhalte ich A Kreuz B oder der Betrag von A Kreuz B. Jetzt ersetze ich, da steht das A, mal B mal Sinus Theta. Und dieses B mal Sinus Theta, das ersetze ich hier mit Q. Also der Betrag des Ergebnisvektors ist dasselbe wie A mal Q. Und Q ist nun gerade die Komponente des Vektors B, die senkrecht auf A steht. Also ganz analog wie in dem Fall hier oben. Entweder ich nehme den Teil von A, der senkrecht ist auf B, und multipliziere ihn mit dem Betrag von B. Oder ich nehme den Teil von B, der senkrecht steht auf A, und multipliziere ihn mit dem Betrag von A. In beiden Fällen kommt genau dasselbe raus. Also ich hoffe, ihr fandet das interessant als Einstieg in das Kreuzprodukt und in einigen Videos kommen wir dann auch bald an die Stelle, wo klar wird, was das Ganze jetzt eigentlich mit Elektrizität und Magnetismus zu tun hat.